So, dann machen wir mal hier weiter. Und zwar wollten wir ja in die Lightning Conduit rein. Und ja, wenn ich hier drauf drücke, müsste mir normalerweise gleich der erste Blitz entgegenkommen. Boing. Genau. Ist hier sonst noch irgendwo was? Ich habe nämlich das Gefühl, dass hier noch irgendwo was sein könnte. So mache ich das Ganze wieder zu. Aber die Lightning Conduit schießt trotzdem weiter. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, weil ich hier hinter Feuerelementare höre. Aber naja, vielleicht finden wir ja später irgendwo den Weg dahin. Jetzt erstmal wieder hier aufmachen. Die nächste Blitzkugel abwarten und dann hier die Tür öffnen. Und schnell zu. Das war zu spät. Aua, hat der was abgekriegt? Wo kommst du her? Ah. Wo zur Hölle? Was zur Hölle, hier ist was aufgegangen. Ja. Dann gehen wir jetzt mal lieber erst einmal den blauen Kristall suchen. Ah, in die Gruppe hoch. Ah, das war jetzt sowas von fies, ey. Und jetzt müssen wir hier noch mehr rumtänzeln. Na komm, schieß. Und hier rein. Und ich habe schon ein Feuerelementar gesehen. Was nicht zufrieren will. So. Dafür haben wir es jetzt weggeschlagen. Hat uns zweimal getroffen, aber kann man nichts machen. So, da war ein Hebel. Der macht wahrscheinlich die Tür auf. Hier ist ein Knopf, der hier irgendwo was aufgemacht hat. Ah ja, da drüben. Hat er was aufgemacht, aber ich will mich erst hier umsehen. Weil hier geht es auch noch weiter. Nehmen wir erst einmal uns das Essen hier. Hat jemand gerade Hunger zufällig? Da Lisa kann etwas vertragen. Kann sie das essen? Hier höre ich schon wieder Feuerelementare und hier liegt eine Blitzbombe. Wie sollte es auch anders sein? Das hier macht hier was auf. Mit noch zwei Blitzbomben und sie ist jetzt überladen. Er kann das auch nicht mehr tragen. Könnten wir ihm was abnehmen? Nö. Nein, das ist zu schwer. Was könnten wir jetzt wegtun, dass sie etwas weniger... Das reicht auch nicht aus. Den Dagger könnte sie mal ablegen und den Schädel ihm geben. So. Gut, ist hier sonst noch was? Den Knopf hatten wir gedrückt. Der hat das da drüben aufgemacht. Was machst du? Ja, der macht die Tür auf. Das habe ich nämlich gehört. Der macht hier die Tür auf. Genau. Du machst die Tür da drüben auf. Aua. Genau, du machst hier, hast hier was aufgemacht.
Pfeil und Mana-Trank. Dingens. Wir haben echt zu viele Kräuter. Und ich sollte das nicht zu laut sagen. Ist hier sonst noch was? Aua. Ich denke mal, ein kurzes Nickerchen könnte uns nicht schaden. Weil die beiden sind mir zwar angeschlagen jetzt durch das Erdbeben und durch die Blitzsäule. Und wir haben schon über 3000 an Gold. Oder... Nein, da sollten wir anders drum gehen. Okay, da ist wieder eine Tür zum Öffnen und... Und hier sind Spinneneier. Da ist wieder ein Knopf. Und der lässt da eine Spinne frei. Und das hier kenne ich ja auch noch irgendwo her. Dann nehmen wir einfach mal Schuriken. So, die stellen wir nämlich dann da drauf. Es gibt nämlich, soweit ich mich noch erinnern kann, drei solche Druckplatten, die man aufmachen muss. Wenn man das macht, dann wird eben ein Secret freigelegt. Hallo, Spinne. Tschüss, Spinne. Genau, hier ist nämlich der nächste Knopf schon, aber erstmal will ich das Feuerelementar da erledigen. Hallo, frier ein. Genau so ist es schön. So. Und dann noch die Spinne hier. Ich würde gerne mal wieder was backstabben. Aber kriege ich ja nicht die Chance dazu. Und ich höre einen Ogre rumlatschen. Fackel kann mitkommen, auch wenn es ihn überlädt. Dann bleibt mal eine von den Aufgebrauchten hier. Giftbombe brauchen wir nicht. Giftbomben bringen fast nichts. Okay, dann drücken wir mal. Ja, da ist irgendwas weit weg aufgegangen und da ist diese Spinne rausgekommen. Oder? Nein. Die ist irgendwo anders hergekommen, diese Spinne. Wow. Wo kommst du her? Wow, Level Up für Bradway und Talisa. Schön. Okay, wieder alles in... Ich könnte ihm eigentlich mal was in Athletic geben, aber... Na komm, er braucht nur noch 3 Level, also gebe ich ihm jetzt mal 2 hier. Stärke plus 5, Dexterity plus 5. Okay. Hier könnte ich ihm noch 2 Stärke geben und das mache ich auch mal. Weil das nächste kriegt er erst am nächsten Level. Und jetzt kann er ordentlich was tragen. Jetzt können wir ihm das Schwert nämlich geben. Und sie hier, sie, kriegt jetzt mal wieder weiter auf Dagger, würde ich sagen. So. Da macht sie schon mal ein bisschen mehr Schaden wie mit dem Dagger. Er macht 45 Schaden mit der blanken Faust. Und er macht 46 mit seinem Morgenstern und hat eine geringere Trefferwahrscheinlichkeit. Und da geht auch schon die Fackel alle. Die kann dann gleich mal da liegen bleiben, genau wie die andere. So.
Und hier ist aufgegangen. Dann lassen wir hier mal eine Schurike liegen. Und gucken, wo der letzte Knopf ist. Das müsste irgendwo was aufmachen. Das lassen wir jetzt aber mal zuerst. Fackel mitnehmen. Das da hat die Nische aufgemacht, ja. Hier war die Giftbombe. Da ist der letzte. Und ja, da kommt eine Spinne raus. Gefolgt von einem Feuerelementar. Das wir einfrieren konnten. Boah, so. Hallöchen. So. Erstmal die Spinne weg, die nervt. Für die Spinne verschwende ich jetzt mal keinen Mana. So. Ein Gegengift zaubern. Da gibt es ja schon was Nerviges. So. Gut. Und wir haben Circlet of War. Protection plus 1, Stärke plus 3. Der macht Willpower hoch. Er hat schon seinen guten Helm. Das würde mehr Stärke machen, aber ihm die Protection wegnehmen. Dann kriegt sie das erst einmal, weil das bringt, glaube ich, genauso viel Protection, ja. Und die Boots of Wailor. Das ist mal praktisch. Die haben nämlich, die wiegen nämlich etwas weniger und machen mehr Protection. So, dann können die Plattenstiefel hier bleiben. Ah, ein schickes, ein schönes Secret. So. Das kann von mir aus alles so bleiben, wie es ist. Jetzt ist hier, glaube ich, irgendwas im Gang aufgegangen. Müssen wir mal zurückgehen und gucken. Weil hier sind wir reingekommen. Wow, ja, genau, die Tür da drüben ist aufgegangen. Und wir haben es mit noch mehr garstigem Zeug zu tun. Ja, genau, da kannst du bleiben. Du kannst ruhig einfrieren. Du auch. Aua. Nein, nein, nein. Ah, Mist. Ja, bleib genau da, bleib genau da, bleib genau da. Wow. Du kannst von mir aus durch die Blitzsäule sterben. Ich muss meine Magierin wiederbeleben. So, das ist ärgerlich. So, jetzt müssen wir wieder hier lang gehen. Aber ich gehe hier am besten außen rum. Oh, und Tarion hat noch ein Level Up gekriegt. Oh, mit dem nächsten Level Up kann er Devastation Blow. Das klingt nicht schlecht.
Jetzt macht, müsste er wenigstens etwas. Ja, okay, er macht 3 Schaden mehr als mein Bueno hier. Und er trifft nicht ganz so gut. Aber dafür hat er ziemlich nette Spezialfähigkeiten jetzt. Wow. Wow. Gucken wir erstmal, was hier ist. Ich höre ja schon mal was rumtrampeln. Hier schon mal nichts. Ach, das war das Licht von der Blitzsäule und ich dachte schon, was kommt da jetzt? Aber ja, bevor ich hier weitermache, speichere ich erst einmal. Also, bis gleich.